Es ist soweit. Wir öffnen jetzt den Dachboden. Okay, 3, 2, 1. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es ebenfalls gut und willkommen zur vierten Folge von Gone Home. Und ja, es hat sehr romantisch aufgehört. Und jetzt denke ich mal, geht's wieder romantisch weiter. Ich habe keine Ahnung. Also, wir gucken mal auf die Karte. So, wir sind jetzt hier im Esszimmer. Da kommen immer neue Sachen dazu. Okay, das verwirrt mich jetzt gerade, weil hier neben der Treppe, da ist ja die Eingangshalle, sage ich jetzt mal, ist hier wieder so ein Pfeil mit einem X. Also müsste da wieder irgendwas sein. Ja, und da gehen wir dann jetzt hin. Oh, ich vergesse immer, man kann die gar nicht sprinten. Ich glaube, wir sind falsch, oder? Ja. Okay, es ist nämlich die andere Richtung. Ach, der Kühlschrank macht diese Geräusche. Ich habe mich schon gewundert, meine Lieben. Ich habe mich schon gewundert. Ich möchte mal einen kleinen Shoutout wagen. Und zwar, ich bin ja so ein bisschen Retro-Horror-mäßig unterwegs. Und wenn ihr genauso seid wie ich, das heißt, dass ihr dieses Retro-Zeugs mögt, hört euch die Band The Midnight an. Super geile Band. Okay. Genau hier ist das jetzt. Genau, jetzt sind wir hier in der Eingangshalle. Da müsste es ja hier sein auf der Seite. Hier von irgendwas? Es geht dieser Schrank auf? Ist da irgendwas? Nö. Ah ja. Oh. Ein weiterer Geheimgang. Oh. 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 Ritual. Possession and Exorcism. Okay. Haben Sie versucht, diesen Mann hier zu beschwören? Wenn ja, dann wer ist das? Okay, der Typ heißt, glaube ich, Oscar. Kerzen können wir nicht anzünden. Was ist das hier? Honey Snaps. Oh. Oh, der Dachbodenschlüssel! The sunset light in this house is the saddest thing I've ever seen. I just want to sleep. When I'm in the attic, it almost feels like Lonnie could still be here. She's just downstairs. I'm just waiting to hear her pull down the hatch and come running up. Maybe I'll go up to the attic and wait. Okay. Das ist so eine traurige, romantische Geschichte. Das macht mich echt sad. Okay. Wir haben den Dachbodenschlüssel. Das ist das, wo wir von schon seit Folge 1 hin wollten, zum Dachboden. Hier lang, ne? Ich glaube, da ist das irgendwo. Bam, ja, da ist der Dachboden. So. Okay. Es ist soweit. Wir öffnen jetzt den Dachboden. Okay, 3, 2, 1. Okay. Das ist der Dachboden. Kann man die Luke wieder schließen? Nein. Riesig.
Es ist halt echt ein schöner Ort hier. Tatsächlich. Oh Gott. Oh my God. Katie. I fell asleep in the attic. In Lonnie in my old spot. And I missed the first two calls. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie. On a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us. And that she couldn't go through with it. With the army and being a part and all of it. And so she got off the bus in Salem. She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere for us. And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Okay. Ich finde das mit der Musik immer im Hintergrund ist so episch. Was mir auffällt, ist, dass halt die Übersetzung, die wir hier unten immer sehen, sehr verspätet ist. Ich dachte gerade, ich habe irgendwas quietschen gehört. Aber egal. 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 Was ist das hier für Bilder? Na, ist das süß. Das ist richtig süß. Wie hat sie wohl diese Bilder entwickelt? Hat sie vielleicht mit einer Polaroid-Kamera oder sowas aufgenommen? Nee, warte mal, das geht gar nicht mit einer Polaroid-Kamera. Ich weiß gar nicht, wie die Kameras heißen, die man dann... Oder Fotos, mit dem, die man dann entwickeln muss. Master... Photographic. Es sind die ganze Zeit die gleichen Bücher. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie Fotografin werden wollten. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ist das ist so gruselig gerade. Warum ist es gerade so ruhig? Katie, I'm so sorry that I can't be there to see you in person, that I can't tell you all this myself, but I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did, and that you won't be sad, and you won't hate me, and you'll just know that I am where I need to be. I love you so much, Katie. I'll see you again. Someday. Love, Sam. Ja, meine Lieben. Das war eine schnelle Folge, eine kurze Folge. Das war das Spiel Gone Home. Eine der wohl emotionalsten und bewegendsten Horror-Games, die wir jemals gespielt haben. Wo nicht mal richtige Jumpscares oder so kamen. Es war trotzdem echt ein fantastisches Horror-Game. Kannst du mir jeden empfehlen und ans Herz legen, das zu spielen. Das kostet circa, ja, so an die 30 Euro. oder über die 30 Euro. Ich weiß jetzt nicht so genau. Aber ein echt mega emotionales Game mit einer echt traurigen Story. So, wie gesagt, hat mich auch sehr bewegt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, was zu spielen. Und das war jetzt die letzte Folge von diesem Game. Und ja, wie gesagt, wenn ihr viel Liebe wollt, kauft euch das Spiel bei Steam oder Epic Games, wo auch immer. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann das Video schaut. Haut rein, macht es draus. Und bis zu einem neuen Video oder bis zum nächsten Video. Euer Flo. Alias. Adios.
In dem Sinne, wie gesagt, einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann es wieder schaut. Haut rein, macht es draus und ciao, Leute.